Hallo und herzlich willkommen zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir schauen uns heute einmal das Spiel Snake Rattle and Roll von 1989 von der Firma Rare an. Das Spiel selber habe ich damals als zweites Spiel zu meinem NES bekommen. Das erste war natürlich Super Mario. Das war immer dabei. Und ich durfte mir dann, ich weiß es gar nicht mehr, ob es zum Geburtstag oder zu Weihnachten durfte ich mir ein zweites Spiel aussuchen und das ist dann Snake Rattle and Roll geworden. Auswahlkriterium war damals noch ein anderes. Heutzutage schaut man sich das alles im Internet an, wie die Spiele aussehen, die Gameplays, das gab es damals natürlich alles noch nicht. Das heißt, da musste man noch in den Laden gehen, hoffen, dass dort in der Spielwarenabteilung so ein 70 cm Röhrenfernseher aufgebaut war mit Nintendo darunter. Da gab es auch von Nintendo die entsprechenden Displays. Und musste dann den freundlichen Mitarbeiter überreden, doch das gewünschte Spiel oder die gewünschten Spiele einzulegen, damit man das mal testen konnte, bevor man den damals unfassbar teuren Preis von 99 Mark, 119 Mark, je nachdem welches Spiel das war, da auf den Tisch gelegt hat. Und ich weiß noch bei mir, das war Snake Rattle and Roll, sah, man ist ja damals nach dem Cover gegangen, das heißt im Nintendo Magazin war das glaube ich damals auch noch nicht. Und das sah halt interessant aus. Als Alternative hatte ich noch Mega Man 1 und habe beide dann angespielt und festgestellt, dass ich für Mega Man 1 einfach zu schlecht war. Oder das Spiel zu schwer. Und Snake Rattle and Roll hatte noch einen relativ eingängigen Schwierigkeitsgrad, zumindest aus den ersten Leveln, hinterher nicht mehr, wie ich dann feststellen durfte. Aber zu Anfang spielte es sich besser, einfacher. Man muss auch sagen, nicht nur der Startbildschirm hier, auch das spätere Spiel, es sah für damalige Verhältnisse verdammt gut aus. Hauptsächlich kannte man damals ja als Jump'n'Run nur Sidescroller, das heißt man hat in 2D auf die Seite dann draufgeguckt, das Spiel, zumindest auf den Spielverlauf. Und Snake Rattle and Roll war damals eines der ersten Spiele fürs NES mit einer isometrischen Perspektive. Das heißt, man hatte tatsächlich eine 3D-Darstellung. Und das sah wahnsinnig gut aus oder wahnsinnig beeindruckend. Ich meine, jetzt sieht es natürlich ziemlich pixelig aus, aber damals auf so einem 36 cm Röhrenfernseher sah es sehr gut aus. Und auch sonst war das Spiel relativ umfangreich. Es gab immerhin 11 Level. Es gab eine relativ große Anzahl von Gegnern. Und der Spielverlauf war auch fast schon als komplex zu bezeichnen, aber nach wie vor eingängig. Das heißt, so ein bisschen greift es das Snake-Spiel von späteren Handys auf. Das heißt, man spielt eine Schlange, man muss Nibbly-Pibblys fressen, also Kugeln, die verschiedene Formen annehmen können, je nachdem, in welchem Level man sich bewegt. Je mehr man frisst, desto länger wird die Schlange. Und die Länge der Schlange gilt dann gleichzeitig als Lebensanzeige. Das heißt, wenn man getroffen wird, stirbt man nicht sofort, sondern verliert eine Kugel von seinem Körper. Und wenn die letzte weg ist, erst dann verliert man ein Leben. Was relativ fair klingt, aber in den höheren Leveln dann doch nicht mehr fair war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals bis Level 10 habe ich geschafft. Ich habe Level 10 nie verlassen können und es gibt 11. Der 11. und letzte Level ist der Mond. Den habe ich als Kind nie gesehen. Und ja, da wird es mal spannend zu sehen, ob ich den diesmal erreichen werde. Wir fangen jetzt in der nächsten Folge erstmal mit Level 1 an und arbeiten uns dann durch die Level vor und schauen mal so mit etwas Abstand in meinem hohen Alter, wo wir da noch hinkommen. Viel Spaß!